it's over before, before it ever began. Your kiss, your cones, your crutch, like the devil's in your hand. Hallo und herzlich willkommen zu den schlechtesten Witzen, Teil 4 mittlerweile auch schon. Und zwar habe ich heute mit dabei den Tobi, genau, oder den G-Tex. Wunderschönen guten Tag. Und wir werden jetzt einfach mal die behindertsten und schlechtesten Witze der Welt vorlesen. Ich fange an. Was sitzt auf einem, Baum und schreit Aha? Ein Uhu mit Sprachfehler. Alles klar. Was ist rot oder riecht nach Farbe? Rote Farbe. Okay. Fallen zwei Schokoladen die Treppe runter, sagt die eine, oh Mann, ich habe mir sämtliche Rippen gebrochen. Meint die andere, was soll ich erst sagen, ich bin voll auf die Nüsse gefallen. Chantal ist schwanger. Echt? Wer ist denn der Vater? Na wer wohl, 15 Mal darfst du raten. Okay. Mitten in der Nacht ruft der Arzt den Klempner wegen eines Wasserrohrbruchs an. Der Klempner weigert sich mit einem Verweis auf die Uhrzeit vorbeizukommen. Der Arzt entgegnet, aber wenn es Ihnen nachts schlecht geht, erwarten Sie von mir auch nicht. Auch, dass ich Ihnen sofort helfe. Daraufhin gibt der Klempner nach und macht sich auf den Weg. Beim Arzt im Keller steht das Wasser schon einen halben Meter hoch. Der Klempner wirft zwei Dichtungsringe hinein und meint, wenn es morgen nicht besser ist, rufen Sie wieder an. Sehr geil. Warte, wo war ich denn geblieben? Ach. Hör, Hilfe, wo ist mein Witz hin? Lies nochmal einen vor, ich muss das. Zwei Männer sitzen im Theater. Sagt der eine, pass auf, jetzt kommt gleich der große Monolog. Darauf der andere, oh, hoffentlich setzt er sich nicht vor mich. Mein Arzt sagte zu mir, ich darf keine schweren Sachen mehr heben. Nun muss ich mich beim Pinkeln hinsetzen. Was ist rot mit zwei grünen Streifen und fährt rauf und runter? Zwei Tomaten mit Hosenträgern im Fahrstuhl. Okay, ein Terrorist kommt am Münchner Flughafen an. Der Zöllner bittet ihn, seinen Koffer aufzumachen. Der von der langen Reise übermüdete Terrorist lässt sich beim Öffnen seiner Koffer viel Zeit. Der Zöllner wird ungeduldig und fragt, jo, wo ist jetzt, Hamas? Antwortet der Terrorist, nein, Dschihad, meint der Zöllner, Gesundheit. Wie geil. Ich verstehe zwar den Witz nicht, aber ich lese trotzdem vor. Mami, ich will nicht zum Psychiater. Ist mir egal, ich will wissen, warum du beim Scheißen lachst. Kommt eine schwangere Frau zum Bäcker. Ich bekomme ein Graubrot, antwortet der Bäcker. Na, dann wird sich der Mann aber wundern. Geil. Ich bin gegen Nazis. Darauf ein High Five. Hier treffen sich zwei Yetis, sagt der eine, du, gestern habe ich Reinhold Messner gesehen. Darauf der andere, was denn jetzt wirklich? Was macht ein Clown im Büro? Ich bin Faxen. Was essen Supermodels, wenn es mal schnell gehen muss? Ein Laufsteg. Was hat Damenunterwäsche mit Nagellack gemeinsam? Beides kann nur mit Alkohol entfernen. Was ist klein und schwarz und dreht sich schnell auf der Wiese? Ein Maulwurf beim Hammerwerf. Gestern wollte ich Spider-Man anrufen, doch der hatte leider kein Netz. Wie geil. Verlangt ein Mann auf dem Wochenmarkt 2 Pfund Tomaten, erwidert der Händler. Das heißt jetzt Kilo. Da stand der Mann, ach was, nicht mehr Tomaten. Ah, wie geil. Wie nennt man
eine unbeschilderte Kreuzung mit vier Mercedes-Benz. Genau. Krieg der Sterne. Jetzt kennst du den neuesten Statistikwitz? Wahrscheinlich. Hast du was? Dann lese nochmal einen vor, ich such mal schnell einen guten. Ruf die Krankenschwester. Herr Doktor, der Simulant in Zimmer 7 ist gestorben. Darauf der Doktor, langsam übertreibt er aber. Oh fuck. Treffen sich zwei Blinde, sagt der eine zum anderen, schon lange nicht mehr gesehen. Jetzt der Schrittige. Treffen sich zwei Zapfsäulen. Warte, treffen sich zwei Zapfsäulen. Fragt die eine, na wie geht's? Normal und ihr? Super! Oh, wie geil. Fragt ein Spaziergänger einen Ander, na beißen sie? Antwortet der Ander, nö, die können sie ruhig streichen. Warum trinkt der Russe Wodka, der Schotte Whisky, der Franzose Wein und der Deutsche Bier? Damit sie einzelne Völker an der Fahne erkennen. Hallo, hier können Sie aber nur mit einem Angelschein angeln. Vielen Dank für den Tipp. Ich hab's die ganze Zeit mit Würmern probiert. Oh Gott. Frage an den Radiosender Jerewan. Welcher Unterschied besteht zwischen Rubel, Dollar und Pfund? Antwort, ein Pfund Rubel sind ein Dollar. Was ist besser, Alzheimer oder Parkinson? Alzheimer, denn lieber ein Bier vergessen, als eins verschütten. Was ist weiß, lang, lebt im Himalaya und spricht Italienisch? Ein Spaghetti. Stehen zwei Schornsteinfeger auf dem Dach, fragt der eine, soll ich dich runterschmeißen? Sagt der andere, nein. Oh, wie geil. Zwei Männer gehen in den Wald, der eine findet 5 Euro und der andere nicht. Wer braucht Liebe? Wer braucht schon Liebe, wenn man Sachen mit Käse überbacken kann? Was ist grün und galoppiert durch den Wald? Ein Rudel Gurken. Und was war jetzt der Witz daran? Gurken sind keine Rudeltiere. Okay. Wie nennt man ein Kondom mit einem Loch? Kinderüberraschung. Deine Freundin ist fett, ruf sie mal an, dass er überhaupt mal was abnimmt. Gestern habe ich bei einem DJ angerufen, leider hat er nicht aufgelegt. Herr Doktor, ich habe Durchfall, kann ich damit baden? Ja, wenn sie die Wanne voll kriegt. Herr Ober, in meiner Suppe schwimmt eine Fliege. Der Ober sagt, nicht mehr lang, sehen Sie die Spinne am Tellerrand? Was sagt man einer Frau, wenn sie die Kellertreppe runterfällt? Bring Bier mit. In der Luft, dort fliegt der Geier, von unten sieht man seine Füße. Oh Gott, ist das schlecht. 3 Chinesen wandern nach Amerika aus. Bu, Yu und Fu. Um sich anzupassen, ändern sie ihre Namen. Bu nennt sich jetzt Bu, Yu nennt sich jetzt Yu und Fu ging wieder zurück nach China. 99% aller Autounfälle sind Männerschuld. Warum? Weil sie der Frau die Autoschlüssel gegeben haben. Oh
Was ist gelb und hüpft durch den Wald? Ein Postfrosch. Einstein, drei Dinge sind unendlich. Das Universum, die menschliche Dummheit und die Winra-Test-Edition. Es hat drei Beine und hüpft durch die Wüste. Ein Klavierstuhl. Wie heißt der 2,7 Meter große Kumpel von Robinson? Langer Donnerstag. Ich weiß nicht, der stellt mich heute extrem schlecht, aber egal. Wie alt muss ein Tofu eigentlich sein, bevor man es schlachten kann? Sitzen zwei Kerkermeister zusammen. Und wie viele hast du in deinem Kerker? Drei und ein paar zerquetscht. So, Tobi, sein letzter Witz und dann ist auch schon wieder rum. Bring du nochmal ein, ich muss erst noch mal hier kurz gucken. So, also, der Endwitz kommt dann. Freundin sagt zu ihrem Freund, die Bundeswehr macht dich dumm und gleichgültig. Sagt der Freund der Bundeswehr, sagt, ist mir doch egal. Also dann, hast du noch einen? Oh, irgendwie gerade finde ich keinen. Also, sonst sagt mal einfach, bald kommt eine neue Folge. Haut da rein, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt einen Kommentar und schaut beim Tobi vorbei. Tobi hat das letzte Wort. Tschüss. Ich kann auch nur sagen, tschüss und bis zum nächsten Video.